Hallo, liebe Aquarienfreunde, hier ist wieder euer Garnelenopa. Heute möchte ich euch mal nahebringen, womit Garnelenoma ihre Brötchen verdient. Eine kleine Leseprobe aus dem Erstlingswerk gebe ich euch jetzt. Rabe Buddys erster Schultag. Aufregung in der Rabenfamilie. Heute heißt es früh aufstehen. Buddys erster Schultag steht an. Mama Rabe beruhigt den aufgeregten Rabensohn. Buddy sitzt mit blassem Gesicht in einer Ecke. Mama Rabe beobachtet ihren Sohn, während sie alle Vorbereitungen trifft. Mama, ich habe Bauchweh. Ich kenne in der Schule keinen anderen Raben. Ganz bestimmt stehe ich ganz alleine auf dem Schulhof. Sicher stehen noch viele andere Raben auf dem Schulhof, die du kennst. Alleine wirst du sicher nicht sein. Geh und schau, ob deine Schultasche fertig gepackt ist. Da entdeckt Woody seine Schultüte. Er hat sie mit seiner Mama selbst gebastelt. Sie sieht toll aus. Bunt beklebt mit vielen kleinen glitzernden Steinchen liegt sie gefüllt mit einer kleinen Überraschung in einer Ecke und wartet auf ihren Einsatz. Was mag aber wohl darin sein? Neugierig steht er vor seiner Schultüte und versucht sie ein bisschen zu öffnen, um zu sehen, was sich wohl darin versteckt. Mama ruft Woody. Nun aber mal schnell, die Schule wartet. Die Schultüte wird nach der Einschulung geöffnet, vorher nicht. Große Hektik auf dem Schulhof. Viele kleine Raben stehen dort mit ihren Eltern und warten mit roten Bäckchen auf das, was dort passiert. Woody entdeckt den Raben Silver auf dem Schulhof. Die beiden kennen sie aus dem Kindergarten und waren dort dicke Freunde. Endlich, er ist nicht mehr alleine und plötzlich ist das Bauchweh auch verschwunden. Zehn kleine Raben werden von einer Lehrerin aufgerufen, in die Schulklasse zu kommen. Silver und Woody kommen in die erste Klasse zu Frau Rabea. Die Klassenlehrerin Frau Rabea ist eine kleine, sehr hübsch und lieb aussehende Räbin. Sie gefällt Woody auf Anhieb. Die Lehrerin erklärt den Rabenkindern den Klassenraum und den Pausenraum und erzählt ihnen, wie ein Schultag verläuft und wie viel Zeit sie in der Schule verbringen. Frau Rabea schreibt alle Namen von den Kindern an die Tafel. Lesen können Sie den Namen noch nicht, aber das wird schon werden. Plötzlich steht Woody auf und rennt zur Tafel. Frau Rabea, meinen Namen kann ich schon lesen und schreiben. Ich weiß genau, wo er steht, ruft er und zeigt auf seinen Namen. Die ganze Klasse lacht freudig. Frau Rabea bittet einige Kinder an die Tafel zu kommen. Alle dürfen eine Blume an die Tafel malen. Zusammen singen sie noch ein Kinderlied, das macht richtig Spaß. Das ist die Blume. Frau Rabea ruft einen Jungen aus der dritten Klasse in den Klassenraum. Er heißt Titus und ist 8 Jahre alt. 2 Jahre ist er nun auf der Schule und kennt sich gut aus. Frau Rabea erzählt den Kindern, wenn sie sich hilflos fühlen, sollen sie Titus rufen. Er hilft dann weiter oder ruft Frau Rabea. Die Klingel schrillt, die erste Stunde ist vorbei. Die Lehrerin bringt die kleinen Raben zurück auf den Schulhof zu ihren Eltern und ruft freundlich in die Runde: Bis morgen, meine Kinder, und viel Spaß beim Schultütenöffnen. Nun fliegen alle nach Hause. Woody freut sich, weil er endlich seine Schultüte öffnen darf. Es war dann doch noch ein toller Tag. Ende.
Sullivan-Aquarien, Freunde, das war jetzt das Erstlingswerk von Garnelenoma mit ihrer Enkelin, in Zusammenarbeit mit ihrer Enkelin. Und erhältlich sind ihre Bücher über Amazon. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und hoffe, euch bald hier wiederzusehen. Euer Garnelenoma. War das cool?